So, nochmal ein kurzes Willkommen zurück zu Tomb Raider. Das ist jetzt die letzte Meldung. Haha, 100%. Ich könnte theoretisch nochmal auf die Insel zurück und irgendwas machen. Also wahrscheinlich könnte ich noch alles einsammeln, wenn ich das nicht schon in-game gemacht hätte. Schauen wir mal. Aber ich wollte euch noch diese ganzen Sachen hier zeigen. So, ich hoffe, ich habe wirklich alles und echt und jeden freigeschalten. So, warte mal. Ah, View, hier. Ah. Oh, das ist schön. Ah, da muss ich aber auch wirklich jetzt hier an Hunger Games denken. Also ich habe die Filme nie gesehen, aber die Bücher gelesen. Und so stelle ich mir das vor. Ja, da haben sie schon ein richtig tolles Model entworfen, also muss ich schon sagen. Habe ich auch im Spiel ein paar Mal gesagt, ne, auch die Animationen, die sind genial. Ah, okay. Schick, schick. Das schaut ein bisschen komisch aus hier, aber halt auch nur, weil sie die Arme so zur Seite streckt. Ach, da gibt es nur zwei. Ah, okay. Der Roth. Der Arsch. Der Grimm, der war auch irgendwie cool. Der hat schon so richtig eine Säufernase. Da sind sie doch mal alle zusammen. Oh, da fehlen noch der Alex und der Jonah. Ah. Ah, da ist er ja. Escape, so gut. Oh, wer ist das denn? Die kam mir irgendwie gar nicht vor. Oder habe ich die nur einfach schon wieder verdrängt? Ach so, diese Sturmkrieger. Boah. Ich meine, so eine Fantasie muss man erstmal haben. Und das dann auch noch irgendwie zu Bild oder halt jetzt hier in Polygone gießen zu können. Na, das ist ja Wahnsinn. Also ich beneide solche Leute wirklich. Auch im Anführungszeichen jetzt nur einfache Comics zeichnen, ja. Also ich meine, die modernen Comics, die sind ja auch so unglaublich aufwendig. Das ist richtig spektakulär. Und was da halt drinnen steckt, das ist unglaublich. Ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor sowas. Oh ja, die dicken Monster. Der Matthias. Der kam im Spiel aber deutlich älter rüber. Also ganz so schaut er nicht aus. Wer ist das? Ach, das ist der Wladimir. Das ist einer, der hier uns am Anfang begrapschen wollte. Ja, Zangief. Oh, der war auch heavy, ey. Und da sind wir wieder. Okay. Was haben wir hier noch? Noch ein paar Solari. Ja, ja, einfach ein paar so Opfer. Kanonenfutter. Ja, finde ich cool, dass sie das so mit eingebaut haben, dass man sich das dann so anschauen kann. Huch. Ach, das sind hier diese Gefolterten aus den Käfigen und so weiter. Oh. Gut, das ist halt ein Schiff. Oh, die Folge wird ja jetzt hier doch länger als erwartet. Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber das ist also optisch sehr, sehr geil, ne? Verstörend, aber ein super Bild. Ja, da ist die Auflösung ein bisschen gering. Aber auch hier, boah, das schaut auch richtig gut aus. Das ist richtig hintergrundbildwürdig. Wow. Der Wald. Boah, stark.
Ja, das waren die ersten Folgen. Ich meine, für mich ist das jetzt gar nicht so lange her. Ich habe das jetzt in 4 Tagen oder so durchgespielt. Ich habe es ja gesagt, ne, ich baller das jetzt durch, so schnell wie ich kann. Oh, wow. Ich habe mich da auch an überhaupt keinen Zeitplan gehalten, wann ich die Folgen veröffentlicht habe. Ich habe die einfach rausgehauen, sobald sie fertig waren. Oh, das ist auch wunderschön. Gerade so einen asiatischen Baustil, das finde ich eh irgendwie sehr, sehr spannend. Mountain Villager, das war riesig als Gebiet. Und dafür gibt es jetzt hier nur 4 Bilder. Oh, das ist auch nicht schlecht. Würde es mich ja mal interessieren, ob man die auch irgendwie rausbekommt, ob es da wirklich einfache Bitmaps irgendwo gibt, die man sich halt wirklich als Desktop-Hintergrund einstellen kann. Das wäre ja richtig cool. Muss ich mal den Steam-Ordner durchforsten. Oh ja, das ist hoch am Leuchtturm, endet am Leuchtturm, am Funkturm. Das war halt auch so ein unglaubliches Erlebnis, ne? Wenn man sich da mal richtig reinversetzt. Man wäre selber da oben, müsste da durchkraxeln, also hochkraxeln. Wahnsinn. Ohne Netz, ohne doppelten Boden. Oh ja, das schaut richtig creepy aus. Hier unten noch ein bisschen Farbe, oben dann nur noch so schematisch. Ah, netter Stil. Das ist auch schön. Ah ja, diese Flussszene, die war auch heavy. Ja, da waren viele solche Sachen dabei, wo man einfach nur ein bisschen links-rechts gehen konnte, ne? Und halt zur richtigen Zeit erkennen musste, wo muss ich jetzt eigentlich hinlenken. Das ist. Ja, das hat es irgendwie spannend gemacht, ne? Die waren teilweise nervig. Boah, das ist auch spektakulär. Krass. Ja, die waren teilweise so ein bisschen nervig, diese Szenen, aber die machen das halt zu einem richtigen Ganzen. Ne, man ist halt nicht einfach plötzlich hier und dann plötzlich wieder woanders. Man hat den ganzen Weg, ist man wirklich abgewandert. Also richtig, richtig glaubwürdig, diese ganze Geschichte hier. Ah, auch ein schönes Bild. Ja, hier haben wir, glaube ich, mal einen Haufen Leute mit einem Feuerpfeil kaputt gemacht. Oh, guck mal hier. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Also von den ganzen spektakulären Kämpfen gerade am Ende mal abgesehen, war das hier, glaube ich, noch mit einer der intensivsten und bedrückendsten Locations. Also Wahnsinn. Ja, das Feuer außenrum, überall die Feinde. Das war richtig düster. Also nicht düster im Sinne von horrormäßig, sondern halt boah, einfach. Ja, so eine richtig drückende Stimmung, ne? Man konnte sich nirgendwo wirklich sicher sein. Und das hier könnte eher aus The Walking Dead oder so stammen. Ah. Pläne, wie das Level-Design zu machen ist. Interessant. Ach, das waren nur zwei. Die Gondeln. Das Schiff, ja. Das ist auch richtig schön. Das fand ich auch total cool, da in diesen Schiffswracks rumzurennen und rumzuhüpfen. Das hat mir auch gefallen. Wow. Ja, diese Bunker, na, diese Kriegsbunker, die waren auch cool mit reingebaut. Das war auch nicht schlecht.
Ah ja, hier, Zankiev. Oh. Ah ja, das war auch noch hier im Bunker. Aha. Sehr schön. Ja, das hier hat er echt wirklich voll was von Omaha Beach da. Diese Aussichtspunkte mit diesen riesen Kanonen. Ah, diese Grabkammer da. Ja, genau. Das ist auch schön. Ich finde sowieso alles ganz toll, wo man so richtig viel sieht, ne, mit Perspektive und so weiter. Da stehe ich auch total drauf. So, was haben wir noch hier? Ja, das ist jetzt hier am Ende. Na hier, oh, auch cool. Das könnte fast Herr der Ringe irgendwie sein. Ja, das ist auch stark. Ja, nur sehr schemenhaft, aber ja, gefällt mir richtig gut. Okay, dann haben wir das hier durch. Dann gehen wir noch die Charaktermodelle. Oh, da gibt es auch wieder haufenweise. Aber das sind nur so 3D-Modelle, alles klar. Schauen wir mal, den haben wir hier noch. Der alte Grimm. Der Alex. Die Reyes, Dr. Whitman. Die Sam. Ja, hier vom Bild passt das so ganz zum Model. Hier ist der Kopf ein bisschen runder als da. Ah! Oh, schau mal, da weht sogar ein bisschen der Wind. Roth. Deckhand. Achso, war einfach nur einer, der war halt mit dabei. Das ist ja normal. So, hier ohne irgendwelche Sachen. Ich glaube, jetzt kommt hier noch ein zweites Model. Ja. Und hier komplett zerfetzt. Aber auch ohne Waffen, ohne alles. So, boah. Creepy. Zangief. Alter Rutski. Ja, wie gesagt, ne, die sind sau cool designt. Also das gefällt mir richtig gut. Ach, der hier. Nur so ein bisschen die Relikte, ne, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die man da im Spiel gefunden hat, die fand ich ein bisschen detailarm. Die haben jetzt nicht so gut gefallen. Wobei die hier wirken auch ziemlich ausgewaschen. So, und zuletzt... Ja. Die Queen. Mit einem zersplatterten Gesicht. Also für einen Moment hatte ich am Ende wirklich noch die Befürchtung, dass es so weit geht, dass die Samantha auch noch stirbt. Das hat ja doch so lang gedauert. Oh ja, ja. Gut, die Credits, die hat man schon gesehen. Ja, die hat man schon. Weg. Okay, Leute. Das war's dann wirklich. Tomb Raider 2013 durchgespielt. Nochmal Dankeschön fürs Zugucken. Vielleicht fandet ihr das ja auch mal interessant. Also, mir hat's gefallen. Und... ja, auf jeden Fall Rise of the Tomb Raider. Das muss sein. Ich denke, das werde ich mir dann auch kaufen, wenn es neu ist. Und dann gleich mal zocken. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss und tschö mit Ö. War das jetzt gemischt? Ne? Tschüss. Ah, tschö. Mit Ö.